So, damit der arme Nico jetzt auch mal ein bisschen mehr Spaß hat und nicht von meinem Exodia-Deck besiegt wird, spiele ich jetzt noch ein Tech-Duell mit meinem Fan-Kumpel zusammen. Und ich spiele mein Gladiatoren-Deck. Ach, ich spiele mein Helden-Deck. Ich mag mein Helden-Deck. Faust. No yellow S in hello? Hä? Das habe ich doch gar nicht geschrieben gerade. Was ist denn hier los? Warum kann ich nichts drücken? Achso. Das war jetzt gerade komisch. No yellow as in hello. Wer spielt das? Nico? Nee, mein Gegner. Na, was verbannt da? Slifer. Oh. Kein Schaden, natürlich. Wieder das gleiche Deck. Stardust-Drachen, Sternstopp-Drachen. Ah, das ist auch mies. Lol. Dieser Spieler hat 500 Schaden, während jeder ist. Endphase, falls der Turn-Player ein X-Z kontrolliert, dieser Spieler erhält 500. Ah, das ist schon mal schön. Ah, das ist sogar sehr gut. So, Elementarheit aus meinem Deck holen. Jetzt hole ich mir Gold King. Warum hat er mit schwerer Sturm sein Dings nicht zerstört? Wolkenkratzer. Andere Monster, die können keinen Angriff deklarieren. Falls keine offene Spielfeld-Cyborg-Karte auf dem Spielfeld liegt, zerstöre diese Karte. Warum ist der gerade nicht mit dem Sturm zerstört worden? Nicht, dass ich jetzt meine Dingskarte spiele, Wolkenkratzer, und das für ein Arsch ist. Weil Ash? K.A. kann ich ausgleichen. Ich probiere es einfach. Ja, na bitte. So, Sparkman. Müsste jetzt eigentlich 2-6 sein. Ja, hat geklappt. Ich will nicht Slifer haben. Aber erstmal muss er drei Monster zum Tribut kriegen. Beschwöre ein Monster Stufe 3 oder niedriger vom Typ Psi als Spezialbeschwörung von deiner Hand oder dein Deck. Während des Endphase des dieses Spielzeug entfernt des Monsters zum Spiel. Okay. Wenn diese Karte als Ziel für einen Angriff deklariert wird, kannst du auch deine Lifepunkte zahlen und den Angriff annullieren. Okay. Wenn diese Karte als Tribut beschwören, wähle eine Karte auf dem Spiel, verbanne das gewählte Ziel und falls du liest, füge deinem Gegner 1000 Schaden zu, falls es dein Finsternis-Monster war. Deaktiviert den Dingswandler. Schade, damit hätte ich trotzdem verloren.
Baumann schreitet zur Tat. Hate Ning Slifer. Also richtig Englisch kann er aber auch nicht. Vorhin schon Understand auseinandergeschrieben. Regenbogendrache. 4000. Das kann man zweimal spielen. It's on, no bro. Okay. Cyber-Enddrache. Oha. Das könnte noch eine lustige Runde werden. Schimmeldrache. Ach nee, Schimmeldrache. Spiegelkraft. Da hat er Slifer. Schade, ich hätte es mir gerne noch durchgelesen. Naja, wenigstens ist mein Wolkenkratzer noch da, das ist auch hilfreich. Ich brauche ja nur wieder einen Sparkman ziehen oder so. Oder nicht mal. Ein Clayman würde ja, ein Wildhead würde ja auch schon helfen. Whiteheart. Möchte der ja wirklich Slifer gerade schon beschwören? Ob der auch Obelisk und so drin hat? Yuki hat nicht mitgekriegt, dass er angeschrieben wurde. Nein, meine Karte. Und es liegt sogar Wolkenkratzer. Scheiße, dadurch ist die natürlich umso stärker jetzt. Oha. Cyber-Endra, ja, den hatten wir auch auf dem Friedhof. Oha. Während der Endphasen auf den Friedhof. Diese Karte hält plus 1000 AT für jede Karte in deiner Hand. Wenn dein Gegner ein Monster als normal oder spezial beschwört in Attackposition beschwört, soll der Monster verlieren 2000 Attacke. Ach du Scheiße. Ja, aber was heißt... Ich verstehe das so, dass sich kein Monster für jede in deiner Hand, ja. Falls ein Gegner ein Monster als normal oder Spezialbeschwören in Attack-Position beschwört, das beschworene Monster verliert 2000 Attack. Und wenn dadurch die Attack auf 0 geht... Los, kann mir mal einer meine Frage beantworten? Gar nicht erinnern, dass im Film der auch diesen 2000 Effekt hatte. B ist also Spiegelkraft, wenn er genauso rechnet wie ich. A, B, C.
Scheiße, jetzt ist auch schon 5000. Der hat auch Helden. Malicious, oh Gott. Unbravable? Was heißt Unbravable? Scheiße, er weiß, dass wir vielleicht Spiegelkraft haben. Ja! Tja, große Kraft. Aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Der Effekt wäre so böse gewesen, wenn er den jetzt einfach nur liegen gelassen hätte. Weil dann hätten wir keinen Angriffsmonster mehr spielen können. Und selbst der wäre jetzt nur auf 2000 stark gewesen. Fault. Warum hat dann sein Drachen nicht, denkst du? Ich habe voll unter das Deck, okay. So. So, wer ist dran? Wieder Gear King. Naja, jetzt holt er bestimmt Obelisk, den Peiniger und wie ist der andere, der dritte? Dieser goldene, den Marik hatte. Okay, zum Schluss hat er ja eh alle. Ohne Spielfeldzauberkarte ist der Endrache echt doof. Aha. Diese Karte gegen zwei Karten, die man auf der Hand hat, das nützt doch gar nichts. Ich spiel den einfach mal. Mach kaputt! Und nochmal 200. Ich will eine Fusion machen. No. Na gut, Wunderfusion wäre auch schon hilfreich. Oh, Doom Lord. Mac Lord in my hand, was ist das? Ja, was? Wie dieser Effekt hat wieder keine Ahnung. Ne, dann nehme ich mir die Karte lieber auf. Wegen 600 ist, kann mir das egal sein. Kann er sich auch nicht beschweren, wenn er nicht abspricht. Okay, davon habe ich ja nichts. Aber er hat ein schönes Deck, ey. Sieht echt kräftig aus. Ich hasse diese Karte. Effektweiler ist echt mies.
Habe ich vorhin gegen Nico auch mit diesem Deck, gegen dieses Deck gespielt? You only had one monster, okay. Wie kann der andere wissen, dass das Ding auch gleich weg ist, wenn er durch die Karte ja zufällige Karten zieht? Das war ja sehr zuversichtlich. So, damit ich meine Elementalen wiederkriege. Tja, mit welchem greife ich an? Achso, ich kann nur mit dem angreifen. Jetzt kommt's. Okay. Das zum Thema gleich ist der vernichtet. Sieht ja dann doch nicht so aus. Schon wieder malicious. Ah, mein Gott. Ich wollte schon sagen, ich bin noch dran. Jetzt hat er doch schon drei, oder? Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Was er wohl gezogen hat. Dasselbe Ding. Oha, Paradoxdrache. Kannst du ein Synchronmonster auf dem Friedhof eines beliebigen Spielers wählen und als Spezialbeschwörung schon. Es kann nur ein offenes niederträchtiges Paradox auf dem Spiel verdingen. Niederträchtige Welt liegt doch hier, okay. Und warum konnte er jetzt kein Monster beschwören? War doch eine Synchrobeschwörung. Aus einem niederträchtigen Parallelantrieb und Nichtempfänger. Raketenkrieger. Was für eine Auswahl. Besser als keine Auswahl. Die Karte ist eigentlich cool. So, hole ich mir doch mal den. Um für den Notfall. Ach scheiße. Habe ich den jetzt beschworen? Scheiße.
So, ich greife mal mit dem 1-5 an, weil mit Glück ist es dann vorbei. Yeah. Schönes Duell. Hin und her. Er hat seinen Partner blamiert, ich glaube, andersrum auch.